Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Autorenthemen. Bei meinem letzten Video, wo es darum ging, warum ich exklusiv Self-Publisher bin und wieso ich mich für Amazon KDP entschieden habe, fiel zum Schluss dann einfach diese Info, die eigene Webseite mit dem Amazon-Partnerprogramm. Das ist an vielen Ecken auf Interesse gestoßen und man hat mich gebeten, da ein bisschen mehr drüber zu erzählen und deswegen heute dieses Video. Amazon bietet in seinem KDP-Dashboard sehr viele verschiedene Unterseiten, wo man einfach mehr Informationen kriegt, beispielsweise auch zu Marketing und Vertrieb, was du da tun kannst, um einfach mehr auf dich aufmerksam zu machen. Dazu gehört eben, du kannst Werbung für dein Buch schalten, du kannst die A-Plus-Inhalte verwenden und es gibt auch Tipps zur Vermarktung, wo dann eben dabei steht, nehmen Sie am Amazon-Partner-Net-Programm teil und verdienen Sie zusätzlich 4% an jedem Ihrer Verkäufe. Das funktioniert folgendermaßen, das Partnerprogramm, das kann man auch teilnehmen, wenn man eine Webseite hat, also man muss nicht unbedingt Autor sein, das heißt jeder kann sich potenziell dafür registrieren, aber man braucht dafür einen Gewerbeschein, denn in Österreich zum Beispiel fällt so etwas schon unter die Werbeagentur. Vielleicht habt ihr das ja schon einmal gesehen, dass Leute einfach so Affiliate-Links von Amazon teilen, weil sie beispielsweise so eine sogenannte Affiliate-Webseite haben, wo sie alle möglichen Informationen zu einem Thema bieten und dann eben so Verkaufsboxen machen. Beispielsweise, weil jemand einfach erklärt, das sind die besten Kanus 2024 und hier sind die aktuellen Bestseller. Das ist das ganze Prinzip des Amazon Partnernetz, dass man eben solche Affiliate-Links dann erstellen kann. Und daraus hat sich eine Art Branche entwickelt, die sich einfach zum Ziel gemacht hat, so viel Umsatz wie möglich nur durch das Partnerprogramm zu machen. Und dadurch wiederum gibt es ein Plugin, das man für WordPress beispielsweise nutzen kann, kurz genannt AAWP, das heißt Amazon Affiliate WordPress, dafür steht die Abkürzung, damit man solche Boxen wunderschön erstellen kann. Denn jedes Produkt auf Amazon hat einen ASIN. Das ist ein Code, der wie eine Artikelnummer fungiert. Und wenn man den dann in seinem Backend in diesen Code eingibt, dann wird so eine Box angezeigt. Klingt komplizierter, als es wirklich ist. Hier seht ihr zum Beispiel eben meine Unterseite von meinen Büchern und da seht ihr, dass es oben dann, sobald man beim Partnernet beigetreten ist, einen eigenen Balken gibt. Hier kann man dann eben einen Link erstellen und diesen Link kann man dann auf Social Media teilen etc. Oder man benutzt eben nur diesen einen Code, diesen ASIN. Und mit dem Plugin sieht das dann so aus, dass hier die Verkaufsboxen eben zu sehen sind. Würde man dann hier da draufklicken, dann sieht man, dass in der Webadresse Tag ist gleich, in meinem Fall, lovemeets-21. Sich enthalten ist, weil das mein Tag ist, den ich für das eben hinterlegt habe. Da kann man verschiedene anlegen. Und so hat man dann die Möglichkeit, auf seiner eigenen Webseite eben die ganzen schnellen Verkaufsboxen einzubinden, was natürlich den Vorteil hat, dass man nicht nur die Leute sofort dazu kriegt, wenn sie Interesse haben, dass sie dann das Buch kaufen würden, sondern man kassiert dadurch auch Provision. Wie man eben auf Amazon auf der Webseite gesehen hat, 4% Provision pro verkauftem Buch. Das gilt allerdings wirklich nur für die Käufe und nicht für die Downloads, wenn man bei Kindle Unlimited dabei ist. Sollte man also dann noch Suchmaschinenoptimierung machen und möglichst viele Leute auf seine Webseite bekommen, dann bietet das natürlich Potenzial, dass man eine Menge Umsatz macht. Das heißt, ich sehe tatsächlich die eigene Webseite als eine der wichtigsten Werbeplattformen für die eigenen Bücher. Da offensichtlich Anlass dazu besteht, werden wir uns noch in einem anderen Video näher damit auseinandersetzen, wie man Suchmaschinenoptimierung betreibt, denn das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Hier geht es jetzt wirklich einfach nur darum, das ein bisschen verständlicher zu machen, was meinte ich mit diesen Affiliate-Links und wie bewerkstelligt man das. Noch einmal kurz zu diesem AAWP, das ist diese Webseite. Und da gibt es dann Demo-Tabellen, da könnt ihr euch das ansehen. Es gibt eben die Produktboxen, es gibt Bestsellerlisten, es gibt Neuerscheinungen, es gibt Datenfelder, die ihr gestalten könnt, wie ihr wollt. Updates und Support sind in diesem Fall inklusive. Das war bei mir damals noch nicht so. Ich kann mich noch erinnern, dass ich noch um die 50 Euro pro Domain bezahlt habe. Aber ich habe mehrere Webseiten mit diesem Plugin und dadurch ist da auch einiges zusammengekommen. Denn man kann natürlich das Plugin dann nur für eine Webseite benutzen. Man kriegt einen Aktivierungscode, den gibt man dann ein und so merkt das System von AAWP natürlich, du verwendest es schon, du kannst es nicht auf einer zweiten Webseite einbinden. Natürlich sind 199 Euro viel Geld. Ich kann verstehen, wenn man sagt, puh, nee, das ist mir einfach zu viel, weil ich will einfach wirklich keine Ausgaben haben, solange ich noch keine Einnahmen habe mit meinen Büchern. Man kann es ja theoretisch auch anders machen. Hauptsache, man ist Mitglied beim Partnerprogramm. Das kostet ja zunächst einmal nichts. Das sind ja zwei unabhängige Dinge. AAWP ist wieder ein Dritter, der einfach darin Potenzial gesehen hat, so ein Plugin anzubieten, weil viele Leute nicht dazu in der Lage sind, das selbst zu skripten oder zu faul sind, hallo, und ich gönne denen jeden Cent, den die damit machen, denn die sind bestimmt reich geworden damit, alleine dadurch, weil Affiliate-Marketing
so ein großes Ding unter Webseitenbetreibern ist nach wie vor. Man kann es aber auch theoretisch anders machen. Man könnte eine schöne Produktbox selbst in Photoshop oder irgendwie so basteln und einfach Buchcover und daneben dann die Infos und so weiter. Und dann eben sagen, hier jetzt auf Amazon kaufen, dass man so eine Art Button macht oder einfach so eine Schaltfläche, auf die man klickt. Und dann kommt man auf die Amazon-Webseite mit diesem Affiliate-Link, denn Hauptsache der Link ist drin. Ihr habt ja gesehen, dass man den selbst erstellen kann auf der Amazon-Webseite. Wichtig ist dabei nur, dass ihr dann einfach keinen Preis oder so nennt, denn Amazon verändert die Preise so ein bisschen, das heißt, ihr gebt 10,99 ein und kosten tut es dem Leser dann vielleicht 11,49 oder so. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie sich dieser Preis gestaltet. Ist mir auch persönlich vollkommen wurscht, aber ihr müsst eben korrekte Angaben auf eurer Webseite machen. Das heißt, wenn ihr einen anderen Preis dastehen habt, als auf der Amazon-Webseite ist, dann wird es ein bisschen knifflig und deswegen wäre es gut, wenn ihr dann einfach die Produktbox ohne solche Infos macht, dass ihr einfach wirklich sagt, hier könnt ihr es euch auf Amazon angucken. Hat im Endeffekt genau denselben Effekt. Also da sind die Möglichkeiten einfach unendlich und da könnt ihr so ein bisschen improvisieren. Und ich denke, da man hier eben keine klassische Affiliate-Webseite aufbaut, sondern einfach seine eigenen Bücher bewirbt, die sowieso gleichbleibend sind und sich da keine Aktualisierung im Sinne von, das sind die aktuellen Bestseller von Canus 2024, ergibt, kann man das gut so lösen. Ich hoffe, dass das ganze Thema jetzt ein bisschen verständlicher durch dieses Video ist, was genau das ist. Ihr seht, da gibt es einfach gar nicht so viel mehr zu sagen, als ich ohnehin einfach schon eingeworfen habe. Das waren so die groben Infos. Aber vielleicht hat das ja noch dem einen oder anderen geholfen und ihr habt jetzt eine Möglichkeit gefunden, die ihr noch nicht in Betracht gezogen habt, um eure Bücher zu bewerben. Natürlich könnt ihr theoretisch auch immer dann beim Partnerprogramm mitmachen, wenn ihr nicht bei Amazon KDP veröffentlicht, aber ihr einen Dienst habt, der das Ganze einfach auf Amazon selbst noch zur Verfügung stellt. Macht das ruhig, solange euer Buch auf Amazon erhältlich ist, hat es durchaus Sinn, dass man solche Produktboxen auf seiner Webseite dann anbietet. Nun wünsche ich euch viel Erfolg beim Schreiben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch alles so wissen wollt. Ich habe eine ganze To-Do-Liste an Themen, die ich abarbeite langsam, aber natürlich, ich möchte mich so ein bisschen danach richten, wo ist einfach der größte Bedarf momentan und ansonsten mache ich, wie es mir einfach gerade einfällt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video was gebracht hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!